Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video, heute aus Düsseldorf. Ich bin mit meiner Tochter hier und wir haben gerade eine schnuckelig kleine Airbnb-Wohnung bezogen. Sitzen hier bei Kerzenschein, machen mal einen Schwenk hier rüber, damit du mal siehst, wie die Wohnung hier ist. Bei unserer Vermieterin, der Nicole, ist unser Bett. Hier ist, haben wir auch noch eine Kerze angemacht und gleich können wir uns hier noch ein leckeren Tee zubereiten, denn wir hatten ursprünglich vor, heute Abend noch in die Altstadt zu gehen. Wir sind mit dem Flixbus hierher gekommen und der Flixbus hatte erstmal eine Stunde Verspätung und es regnet draußen in Strömen. Wir haben über eine Stunde gebraucht, bis wir überhaupt vom Hauptbahnhof uns mal orientieren konnten, um hierher. Das ist ein bisschen outside von Düsseldorf, in der Nähe vom Flughafen, denn morgen früh und am Sonntag, also heute ist Freitag, wenn du das Video siehst, wird es wohl Montag schon sein. Werden wir im Maritim Airport Hotel sein, an einem Seminar teilnehmen mit dem Christian Bischoff. Und werde ich dir dann später noch ein bisschen zu erzählen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Wir wollten, wie gesagt, ursprünglich heute Abend noch in die Altstadt, aber es regnet und morgen früh müssen wir um 7 Uhr schon, oder möchten um 7 Uhr, schon am Maritim Hotel sein, um da einzuchecken zu der Veranstaltung, weil wir das heute Abend aufgrund dieser Verspätung leider nicht mehr geschafft haben und von daher wird es jetzt noch einen leckeren Tee geben und es ist auch schon recht spät, Uhrzeit genau weiß ich nicht, aber 9:30 wird es schon sein und da wir früh raus müssen, werden wir den Tag dann hier ganz gemütlich ausklingen lassen und ich nehme dich mit, werde jetzt zwischendrin immer mal wieder berichten, was wir denn bei Christian Bischoff, das ist übrigens der Motivationstrainer Deutschlands, so bezeichne ich ihn jetzt einfach mal. Er begleitet mich schon eine Weile und mein Sohn war schon auf einem Wochenendseminar bei ihm, im Juni war das. Und er war allerdings alleine und morgen und übermorgen werde ich jetzt mit meiner Tochter hier sein. Wir werden allerdings so in die Halle wohl getrennt reingehen, also getrennte Plätze haben, damit jeder sich doch so ein bisschen individuell auf sein Thema da einlassen kann und uns dann nur in der Pause treffen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen nochmal in diesem Video. Ihr Lieben, ich muss euch was gestehen. Ich hatte die Kamera nun doch nicht an vor der Veranstaltung oder bei der Veranstaltung in der Location im Maritim Airport Hotel, weil es einfach so viel Input immer war bei der Veranstaltung und ich bin ja nicht alleine hier, ich bin mit meiner 16-jährigen Tochter hier und wir hatten vereinbart, dass wir in die Veranstaltung separat gehen, dass sich also jeder seinen eigenen Platz sucht, um in seiner eigenen Energie zu bleiben, wenn da Mama und Tochter nebeneinander hocken. Man schaut ja doch auf den anderen und es gab sehr, sehr viele Übungen, die Christian Bischoff hier mit uns gemacht hat. Das wusste ich von meinem Sohn, der war ja im Frühjahr schon bei Christian Bischoff auf der gleichen Veranstaltung in Mainz damals. Und da hätte ich es auch nicht prickelnd gefunden, wenn ich da als Mama so dabei bin. Und deshalb war es mir dann einfach so in der Pause, ganz ehrlich, nicht dazu zumute. In den Pausen hatten wir uns immer getroffen, es gab immer zwei große Pausen. Nicht dazu zumute, dann einfach noch vor der Kamera zu stehen, sondern da wollte ich einfach im Gespräch sein, so ein bisschen mit meiner Tochter und die Pause genießen und eine Kleinigkeit essen und mal noch ein bisschen draußen frische Luft schnappen. Und deshalb, wir haben jetzt Montagmorgen, ich stehe hier auch im Badezimmer eigentlich, weil meine Tochter noch schläft. Wir haben hier so eine schneige Airbnb-Wohnung uns gemietet und aber für mich war die Nacht schon zu Ende. Wir sind auch hier in der Nähe vom Flughafen, dann hört man den ein oder anderen Flieger und ich bin eh jemand, der nicht ganz so viel Schlaf braucht und deshalb war es mir jetzt wichtig, hier noch so die Videosequenz für dich aufzunehmen und nochmal so das Wochenende ein bisschen Revue passieren zu lassen. Es ist ja heute Montag und wir werden dann heute so gegen 12 Uhr mit dem Bus zurückfahren ins Saarland. Und was gab es am Wochenende? Also es ging ja um das Thema Persönlichkeitsbildung. Es war natürlich eine riesengroße Veranstaltung.
wo ja das Thema Motivation bei so einer Menge von Menschen natürlich auch mit im Vordergrund steht. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber ich muss sagen, es wird auch eine ganz enorme Energie freigesetzt, eine positive Energie, und das hat Christian Bischoff wirklich, ja, richtig, richtig gut gemacht. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen oder vielleicht auch schon mal im Coaching bei mir waren, die wissen ja, dass ich auch immer empfehle, so ein eigenes Lebensbuch zu führen, bekommen auch immer eine genaue Anleitung von mir. Ich habe auch mein eigenes Lebensbuch hier dabei. Ich zeige es euch mal in die Kamera. Und ist jetzt schwierig, hier mit einer Hand das zu handeln. Dieses Buch, das heißt, so gebe ich das auch jedem mit auf den Weg. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so in der Kamera sehen kann. Doch, geht. Mein grandioses, großartiges Leben. Und da schreibe ich jeden Tag eben auch Sachen rein. Diese Zettel, die da drin sind, die so rausstehen, das ist so ein bisschen, ja, mein Leitfaden. Da ist zum Beispiel dieser eine Zettel, wo so ein paar Punkte draufstehen, was ich da jeden Tag ausfülle. Ich bin dankbar für meine heutige Affirmation. Das werde ich heute Großartiges tun. Und am Abend eben, das war heute großartig, schreibe ich auch nochmal 3 Punkte auf. Das werde ich morgen besser machen. Und ja, mein besonderes Erfolgsthema für heute. Also, das sind immer so Dinge, die ich in dieses Buch reinschreibe. Und dieses Buch, ja, führe ich jetzt auch schon. Also, wenn das Buch vollgeschrieben ist, das ist ein Buch mit komplett leeren Seiten, dann fange ich immer wieder ein neues an. Ich überlege gerade, ich denke mal schon so seit 2, 3 Jahren ungefähr. Und das hat mich in meinem persönlichen Weg wirklich enorm weitergebracht. Das ist auch so inzwischen in den Alltag integriert. Das ist das Erste, was ich morgens auch nach der Meditation in die Hand nehme und schreibe. Und abends vor dem Zu-Bett-Gehen setze ich mich auch immer noch ein paar Minuten hin, beschließe den Tag und gehe den Tag mental noch mal so ein bisschen durch und schreibe da dann eben so ein paar Dinge rein. Ich lese die nicht noch mal durch. Meinen Coaching-Klienten, den empfehle ich natürlich, ihr habt das Buch, wenn ihr mal so total im Tief seid, dann holt das Buch und lest euch noch mal durch, was ihr da aufgeschrieben habt. Denn dann sieht man einfach mal, wie großartig im Grunde genommen das eigene Leben ist. Das hat Christian Bischoff auch am Wochenende noch mal hervorgehoben. Wir gehören hier, gerade in Deutschland, wirklich im Grunde genommen zu den Gewinnern der Menschen. Denn wir müssen hier nicht hungern, uns geht es hier wirklich so, so gut. Wir leben dermaßen im Luxus im Grunde genommen. Es muss auch hier in Deutschland selbst so gesehen niemand arbeiten und jeder wird in einem sozialen Netz aufgefangen und bekommt ein gewisses Salär, um einfach sich auch Nahrung zu kaufen und ein Dach über dem Kopf zu haben und und. Aber möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, nur mal so im Hinblick auf die Dankbarkeit. Und ja, da war ich eigentlich stehen geblieben. Meinen Klienten sage ich ja immer, wenn du dann einfach mal in so einer Talsohle bist und es geht dir mal gerade überhaupt nicht gut, dann nimm das Buch in die Hand und schau einfach mal, was du alles schon Großartiges in deinem Leben kreiert hast und gemacht hast und die vielen Dinge, die du schon aufgeschrieben hast, für die du dankbar bist. Und wenn wir so die mentale Ausrichtung, ja, Gedanken sind ja nicht nichts, wenn wir uns auf dem Mangel befinden, dann sagt das Universum, okay, dein Wunsch ist dir Befehl und dann gibt es noch mehr Mangel in unserem Leben. Wenn wir uns aber mit der Gedankenausrichtung auf einer höheren Ebene bewegen und in der Dankbarkeit sind und auf die wunderschönen Dinge in unserem Leben blicken, die auch immer da sind, die es auch nach wie vor bei allen Dingen, die es im Außen durch Medien und Nachrichten und uns da vermittelt wird. Es gibt immer noch wunderschöne Dinge auf dieser Welt. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte und wenn das mal die Masse tun würde, wir hätten das Paradies auch heute noch auf Erden. Ich sage es jetzt einfach mal so überzogen. Das klingt vielleicht ein bisschen, ja, verrückt jetzt, aber ja, ich sehe es so. Und ich möchte dich heute auch damit zu ermutigen, wenn du vielleicht zum ersten Mal das Video hörst oder vielleicht auch schon mal bei mir im Coaching warst und mal von dem Erfolgsbuch was gehört hast, es wieder gelassen hast oder in irgendeinem Video schon mal davon gehört hast und es nicht angegangen bist. Schreib dein eigenes, grandioses, persönliches
Erfolgsbuch. Nimm es jeden Tag zweimal in die Hand. Und wenn du es jetzt heute dir nur mal vornimmst für, ich sag mal, für einen kleinen überschaubaren Zeitraum von 3 Monaten, wirklich jeden Tag zu machen, du wirst merken, wie enorm sich dein Leben, deine Energie, deine Denkweise verändert. Und damit fängt ja alles an. Deine Lebenswirklichkeit, die erschaffen wir, jeder von uns erschafft seine Lebenswirklichkeit selbst. Und die Lebenswirklichkeit im Außen, das beginnt bei uns im Innern. Es fängt immer damit an, mit unseren Gedanken. Und das Leben sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl, dein Wunsch ist mir Befehl. Das, was wir in unserem Inneren denken und fühlen, das sind wir letzten Endes auch im Außen. Und wenn wir an unseren Gedanken etwas verändern, wenn wir aufhören, uns denken zu lassen und überhaupt mal den Denker beobachten, was da ständig an Gedanken da aufpoppen im Grunde genommen, und daran etwas verändern und uns täglich Zeit nehmen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, dann werden wir vom unbewussten Schöpfer zum bewussten Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit im Außen. Und dabei ist der Weg das Ziel, auch wenn du das Endziel jetzt noch nicht kennst, der Weg ist das Ziel und begib dich, das ist jetzt meine abschließende Ermutigung heute, für mich, von mir, für dich, begib dich auf deinen eigenen Lebensweg, auf deinen eigenen authentischen Lebensweg. Beginn ab sofort jetzt, wenn du es noch nicht gemacht hast oder wieder hast schleifen lassen, mit deinem Herzen in Kommunikation zu gehen. Und das geht einfach auch nur in der Stille, dass du dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmst, für dich deine Augen schließt, mit deinem Herzen Kommunikation gehst und dir auch mal die Frage stellst, was ist denn der Sinn meines Lebens hier? Warum bin ich da? Was möchte ich aus tiefstem Herzen hier tagtäglich tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, zum Beispiel? Und auf die Art und Weise kommunizierst du mal mit deinem Herzen und da kommst du immer näher an diesen Kern. Ich vergleiche das immer wie mit einer Zwiebel, die hat auch ganz viele Schalen. Und wenn du an den Kern ran möchtest, dann musst du so eine Schale nach der anderen abmachen. Und manchmal gehen die Schalen ganz leicht ab und manchmal dauert es halt ein bisschen länger, bis eine nächste sich löst oder bis 2, 3 Schichten sich lösen. Und so ist es auch mit unserem Wesenskern, mit unserem Herzen. Denn unsere Gaben, die sind einfach verschüttet aus verschiedenen Dingen, aus der Kinderstube. Da muss man auch nicht ganz so viel drin wühlen, sondern man kann jetzt direkt auch anfangen, mit seinem Herzen zu kommunizieren. Und das möchte ich dir wirklich mit auf den Weg geben. Fang an, mit deinem Herzen zu kommunizieren. Nimm dir von den 24 Stunden, die du jeden Tag zur Verfügung hast, ein paar Minuten Zeit und beschäftige dich mit dir selbst. Nimm dir dazu den Freiraum und erschaffe auch dir dein grandioses, wunderbares Leben. Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen. Schick dir eine herzliche Umarmung hier aus Düsseldorf und danke für dein Dabeisein, für dein Interesse. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Tschüss, deine Irmgard.